Moin moin liebe Freunde, was geht ab? Willkommen wieder auf unserem Kanal und bei einem neuen Spiel in Erksdorf gegen Erksdorf. Hoffen wir mal, dass wir gewinnen können und kommen wir einfach mal direkt zur Startaufstellung. Im Tor haben wir wie immer Philipp, dann in der Viererkette Ozzy, Fabi, Carlos und Lenny. Dann haben wir Manni, Jens und Lukas. Und vorne im Sturm haben wir einmal auf dem Flügel Arvis und Stanger. Und dann in der Mitte haben wir Dome. So, und das Spiel geht direkt los. Erksdorf hat den Ball zuerst. Die in hellblau und wir in grau-dunkelblau. Wie in unserem letzten Spiel. So, hier sehen wir mal dann direkt einen Angriff von uns. Stanger bekommt hier den Ball, schießt und leider kann der Torwart den halten. Hier kommen wir direkt wieder zum zweiten Angriff. Der Ball flutscht hier durch. Dome kriegt den Ball, schießt und leider an die Latte. Schade, es hätte das erste Tor sein können. Ein weiter Ball auf Dome für uns hier in den 16er von Erksdorf. Legten sich die. Au, da wird er gefoult. Und das pfeift der Schiedsrichter nicht. Das wären Elfmeter gewesen. Nächste Aktion hier vom Erksdorf. Ball fliegt in den 16er hinein. Am Tor vorbei. Zum Glück für uns. Dann nächste Aktion hier wieder für Erksdorf. Der Ball wird in den 16er hineingechippt. Da können sie noch nichts mit anfangen. Legen sich den Ball hier auch nochmal zurecht. Passen sie nicht hier zurecht. Und Philipp pariert ihn sehr stark. Und da fliegt der Ball ins Aus. Hier wieder ein langer Ball von Stanger auf Dome. Der gegnerische Abwehrspieler hier mit einer Schwalbe. Dome, oh, was macht er denn da? Da bleibt der Ball hängen. Und er kriegt ihn wieder, schießt. Und der Abwehrspieler hat ihn leider. Jens kriegt den Ball vor die Füße. Anstatt zu schießen, will er durchdribbeln. Und schießt. Und das war wieder nichts. Ach, da ärgert sich Jens leider auch so sehr, dass er erstmal auf dem Boden liegen bleibt. Sehr schade. Hätte das 1-0 sein können. Wir bekommen hier den Ball irgendwie vor die Füße. Lukas erkämpft sich den Ball hier schön. Und da wird er von hinten gefoult. Das gibt direkt eine gelbe Karte für Erksdorf. Luki hat sich zum Glück nicht wehgetan. Und direkt Freistoß. Stanger hat sich hier den Freistoß genommen. Läuft an, schießt und leider ein bisschen zu hoch. Erksdorf hier mit einem dummen Ball in ihren eigenen 16er. Jens kriegt mit dem Kopf und der Torwart pariert ihn leider. Schade. Die Gastgeber hier mit einem Freistoß in unseren 16er. Der Ball fliegt hier auf die Latte und das zweite Mal wieder auf die Latte. Und da können wir ihn gerade so parieren und Carlos schießt den Ball weit raus. Und Dome hier leider mit einem unglücklichen Foul. Und hier haben wir die kleine Halbzeitshow von Nico. 10-mal soll er den Ball hochhalten. Schauen, ob er es schafft. Ja, aber jetzt nochmal around the world, gell? Hat noch keiner gesehen. Guck mal, was ich gerade vorhab. Ich bin alt genug. Ja? Naja, gut, auf jeden Fall. Ich hab Urlaub. Zweite Halbzeit hier in der Ecke für uns in der 63. Minute. Der Torwart kriegt den Ball, es wird einen Nachschuss geben und nochmal Manni und leider kann ihn keiner reinbringen. Sehr schade. Ein langer Ball hier von den Gastgebern. Der Ball kommt da ganz außen auf den Außenfeldspieler. Lenny ist da. Und der Ball flutscht irgendwie durch. Schuss und leider nimmt Philipp durch die Beine durch. Ganz blöd gelaufen, 73. Minute. Wir wollen hier aber noch nicht aufgeben. Jens vernascht hier schön den Gegenspieler. Passt den Ball hier weit auf Arvis. Arvis sei schon, das ist Arne. Der schießt den Ball rein. Dome ist da und ganz blöd. Dummes Foul von Dome an dem Torwart. Auch wenn es nicht extra war. Serkan nutzt jetzt hier auch die Auszeit für eine kleine Ansprache. Und das sehen wir jetzt. Komm mal her, komm! Wir liegen 1-0 vor, eine sehr, sehr schlechte Mannschaft. Das ist aber unsere Schuld. Ja. Nicht der Gegner, kann zuhören, nicht alles kommentieren jetzt. Nicht wegen den Schiedsrichtern, nicht wegen dem Gegner. Weil wir uns das genau, das verdammte Spiel, jedes Mal selber schwer machen. Wir haben es in der Kabine gesagt. Jetzt spielt ordentlich, vertraut drauf. Glaubt dran. Wichtig ist es, kühlen Kopf zu bewahren. Es ist sehr, sehr hektisch, kühlen Kopf zu bewahren. Entweder wollen wir jetzt oder wir lassen es. Wir wollen. Ruhe.
entweder verlieren 1 und 2 und 3 mal, ja, oder jetzt nochmal von und rein, richtig. Und zwar mit Kopf. Kopf, nicht kopflos, sondern mit Kopf. Vertraut drauf. Ihr müsst euch jetzt gegenseitig vertrauen. Ja, nicht lang, schnell, schneller spielen. Ja, Bewegung halten. Wir gehen in Bewegung halten. Das, was wir gesagt haben, der große Fünfer, der wiegt 180 Kilo. Ja, der steht nur Köpf, steht nur Köpf. Wir müssen in Bewegung halten. Okay, auf geht's, jetzt komm, komm, komm. So, hoffen wir mal, dass diese kleine Motivationsansprache von Serkan unserer Mannschaft geholfen hat. Wir haben jetzt hier nochmal eine Situation, das wird auch die letzte Situation sein. Wir haben hier einen Einwurf, Aves kriegt den Ball, bringt den in den 16er hinein. Da ist Leon, schießt und ach, leider kein Tor. Schade, schade, schade. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. Leider verlieren wir hier 1:0 in Erksdorf. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Freunde. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Würde uns freuen. Schade. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.